So. Hallo Frau Hupe. Hallo. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ja, wahrscheinlich wegen dem Mundschutz, nicht für Sie. So sieht das aus. Nicht für mich. Für wen haben Sie den genäht? Und zwar für Ihre Sargträger, weil Sie auch sich darum Gedanken gemacht haben, wegen der Gesundheit. Ja, man muss dazu sagen, sie schützt natürlich nicht vor dem Virus, aber es ist so, dass man halt die Tröpfchen nicht an andere weitergibt, also schützt man eigentlich die anderen vor sich. Und ich finde, das ist eine gute Maßnahme, eine gute Ergänzung und ich hoffe damit, dass ich Ihnen helfen kann. Und Frau Hupe hat die innerhalb von einem Tag, glaube ich, genäht. Die letzte Auskunft, die ich hatte, war, ich weiß nicht, ob ich noch gedeckte Farben habe, aber sie hat wohl noch gedeckte Farben. Ich hatte noch dunkelblau, ja, da hatten Sie Glück. Die nächsten 10 sind fertig, die nächsten 10 sind zugeschnitten. Respekt, Respekt. Also, zeigen Sie doch mal. Ja, warte, ich hole die. Ja, super. Frau Hupe ist nämlich eine unglaublich kreative Frau. Hier sieht man noch, was die noch so alles macht. Sowas macht die auch alles noch, wenn sie nicht gerade Mundschutz für Sargträger näht. Genau. Sind Sie eine kreative Frau? Oh, super. Einmal anlegen. Achso, nee, dann sind die ja kontaminiert. Dann hole ich lieber noch mal ein Modell, was ich selber dann trage. Ja, okay, dann können wir das noch mal sehen. Aber ich kann hier schon mal zeigen. Also, die sehen dann so aus. Das Gummi habe ich jetzt noch offen gelassen. Das können die Herren sich selber einstellen. Wenn man will, kann man hier noch was reinlegen, irgendwie ein Vlies oder so, nochmal um extra Schutz zu machen. Also das wären dann diese Exemplare. Super, super, Frau Hupe. Ich zeige Ihnen gerne nochmal, dann gehe ich nochmal rein. Und ja, und es ist wirklich so, ich habe einfach bei Frau Hupe geklingelt. Ich habe nicht etwa irgendwie mich angekündigt, das muss man wissen. Das ist wirklich spontan jetzt. Also mein Essen steht auch noch auf dem Herd. Ja, was gibt's denn? Schlichte Küche, Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Soße. Och, also wenn das die schlichte Küche ist, dann da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ja, sehr gut, sehr gut. Haben Sie Ihre Schuhe auch selber gemacht? Nein, die sind aus dem Plastik. Da sieht man die Schuhe. So, und jetzt gucken wir uns noch den individuellen Mundschutz an. Frau Hupe hat wahrscheinlich für sich selber nochmal ein extra schön Design. Ja. Ja, und zwar. Ich finde, es darf auch ein bisschen Farbe sein, ne? Und auch ein Blumen, das Wetter ist schön, die Sonne scheint. Wie gesagt, das Ganze sieht dann so aus, wenn das Band noch drin ist. Nochmal, ich glaube, die Kamera war falsch. Okay. Perfekt. Ja, also dafür ist Mund, Nase, alles abgedeckt. Wie gesagt, ich finde es eine gute Ergänzung. Und natürlich bietet es nicht den Schutz der anderen Masken, das muss man auch erklären. Aber es ist so, viele rufen auf. Zum Nähen, Krankenhäuser, Hospize, Altenheime. Ich habe jetzt vorhin gerade hier gesehen vom Altenheim einen Aufruf. Ich habe da schon hingeschrieben, habe aber noch keine Rückmeldung bekommen. Die Stoffe hängen schon auf alleine mit 60 Grad gewaschen. Das muss man auch bedenken. Die Baumwollstoffe müssen 60 Grad waschbar sein. Und ja, ich hoffe, dass sich melden und dass ich dann weiternehmen kann. Also diese Krise ist ja irgendwie auch so ein Test darauf, wie solidarisch wir sind. Es sind nicht alle solidarisch, aber Frau Hupe können wir kräftig auf die eine Seite der Waagschale reinsetzen. Nicht werfen, sondern setzen. Ja. Vielen, vielen Dank, Frau Hupe. Dafür nicht. Tschüss.